Immer im Trend, immer einen Schritt voraus, niemals ruhig. Das ist New York. Die Stadt, die wir aus so vielen Filmen und Serien kennen und in der es doch immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt. In der Megametropole gibt es nichts, was es nicht gibt. Und wer könnte uns die Stadt besser zeigen als ein waschechter New Yorker? Der 29-jährige Steven ist in der Metropole geboren und aufgewachsen und nimmt uns heute mit auf eine etwas andere Entdeckungstour durch die größte Stadt des Landes. Er zeigt uns Dinge, die es so nur in New York gibt. Und uns nicht nur die Stadt selbst, sondern auch ihre Bewohner besser verstehen lassen. Wir treffen Steven in Manhattan, dem wohl berühmtesten der 5 Stadtteile New Yorks. Und hier müssen wir nur wenige Meter gehen, bis der 29-Jährige uns auf die erste Sache aufmerksam macht. In New York dampft es in fast jeder Straße aus den Gullis. Das ist kein künstlicher Special-Effekt, sondern passiert tatsächlich. Das Motiv darf in keinem New York-Film fehlen. Dampf steigt auf in den Straßenschluchten Manhattans. Manchmal durch orangefarbene Plastikschornsteine, manchmal auch einfach aus dem Gullideckel. Doch nur die wenigsten New Yorker wissen, warum das so ist. Ich glaube, jeder hat seine eigene Theorie dazu, aber ich glaube, die meisten Leute wissen nicht sicher, was es ist. Nein, die meisten Leute wissen es nicht. Weiß ich es? Ich weiß es auch nicht, aber sie waren schon immer da. Sie sind ein fester Bestandteil von New York. Sie sind ikonisch. Weiß wirklich niemand hier, warum es in New York überall aus den Straßen dampft? Ich verstehe es nicht. Das gibt es nur in New York. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Es kommt von der U-Bahn. Die New Yorker Subway wird mit Elektrizität betrieben. Der Dampf kommt nicht von ihr, also haben wir uns mal schlau gemacht. Der Grund für die Rauchschwaden ist das New Yorker Dampfheizungssystem, das seit dem späten 19. Jahrhundert im Einsatz ist. Zu dieser Zeit wächst New York City sehr schnell. Mit Dampf zu heizen ist damals die effektivste Methode. Bis heute leiten unterirdische Rohre den Wasserdampf in über 2000 Gebäude der Stadt, um sie zu beheizen. Die Plastikschornsteine werden genutzt, um bei Reparaturen den Wasserdampf abzuleiten. Beim Qualm aus den Gullideckeln handelt es sich um Kondenswasser. Das entsteht, wenn Regen auf die heißen Rohre tropft und verdampft. Andere Städte der USA, wie zum Beispiel Boston oder Chicago, heizen auch teilweise mit Wasserdampf. Doch das Dampfheizungssystem in New York ist das größte. Daher qualmt es nirgendwo so viel aus den Gullis wie in New York. Weiter geht's mit Steven in den berühmten Central Park. Die Ruheoase mitten im Trubel der Stadt hat für die New Yorker eine ganz besondere Bedeutung. In New York fühlt man sich schnell wie in einem Hamsterrad aus Arbeit. Man hat das Gefühl, ständig zu arbeiten und sich ein bisschen zu quälen. Manchmal bis zu einem Punkt, an dem es endlos erscheint und fast zu einem Burnout führen kann. Die Bäume und die Natur sind eine tolle Möglichkeit, davor zu flüchten, dem stressigen Stadtleben zu entkommen und nicht den ganzen Tag im Büro zu sein. Für eine Auszeit vom stressigen Arbeitsalltag gibt es im Central Park auf jeden Fall genug Platz. Da haben wir natürlich einen passenden Vergleich parat. Auf einer Fläche von mehr als 450 Fußballfeldern wird hier gespielt, gechillt oder in der Mittagspause gegessen. Doch wir sind nicht hier, um die Natur zu genießen. Es gibt etwas, das nicht viele wissen und ein kleines Geheimnis in New York ist. Kommt, ich zeig's euch. Das Geheimnis, von dem Steven spricht, stammt aus einer anderen Ära, aus einer Zeit, lange bevor es Handys oder GPS gab. Genauer gesagt aus dem Jahr 1910. Es handelt sich um diese unscheinbaren Zahlen an den Straßenlaternen. Sie funktionieren wie ein geheimes Navigationssystem im Park. Hier haben wir die Nummer 5922. Es funktioniert so. Die ersten beiden Zahlen beziehen sich auf die Straße, die am nächsten liegt. So kann man sich orientieren, wo man sich in Manhattan befindet. Bei der zweiten Zahl geht es darum, ob sie gerade oder ungerade ist. Wir haben hier 22, also eine gerade Zahl, und die zeigt, dass wir uns auf der östlichen Seite des Parks befinden. Eine ungerade Zahl würde bedeuten, dass wir uns im Westen befinden.
Im Englischen gibt es sogar eine Eselsbrücke, um sich das System zu merken. Das englische Wort für ungerade, even, beginnt mit einem E. Genauso wie das englische Wort für Osten, East. Also even steht für East Side. Wer im Central Park also mal die Orientierung verloren hat und gleichzeitig auch noch der Handy-Akku leer ist, hat keinen Grund zur Panik. Die insgesamt 1600 Straßenlaternen zeigen, wo es lang geht. Als nächstes tauchen wir in den Untergrund der Stadt ab. Auf der Suche nach Hunden in Einkaufstüten. In der New Yorker Subway fahren nicht nur Menschen, sondern auch in Tüten verpackte Vierbeiner mit. Aber von vorne. Die New Yorker Subway ist eines der ältesten U-Bahn-Systeme der Welt. Bereits seit 1904 transportiert sie die Bewohner von einem Ende der Stadt ans andere. Heute, mehr als 100 Jahre später, ist sie voller Überraschungen. Das ist das Spannende. Man weiß nie, was passiert, wenn man in die New Yorker U-Bahn einsteigt. Man kann hier alles finden. Künstler, Händler, die Liebe seines Lebens, eine Ratte, die ein Stück Pizza hinter sich herzieht. Die Möglichkeiten sind endlos. In den letzten Jahren gab es aber vor allem eine Sache in der New Yorker Subway, die auf TikTok und Instagram viral gegangen ist. Hunde in Einkaufstüten. Der Grund dafür ist nicht, wie man in New York vermuten könnte, ein neuer Fashion-Trend, sondern eine strenge Regel. Die besagt, um andere Fahrgäste nicht zu stören, dürfen nur Hunde in Taschen oder in einem anderen Transportbehälter U-Bahn fahren. Von dieser Regel wollen sich viele Hundebesitzer allerdings nicht einschränken lassen und transportieren ihre Vierbeiner deshalb in riesigen Einkaufstüten mit Löchern, damit die Hunde noch normal gehen können. Laut Steven ist es typisch für die Bewohner der Stadt. Ich denke, dass sie sich im Allgemeinen nicht an die Regeln halten, aber es kommt wirklich darauf an, worüber wir sprechen. Wenn es um etwas wie die Mitnahme eines Hundes in einem bestimmten Behälter geht, dann nicht. Ich habe das Gefühl, dass sich viele New Yorker nicht wirklich darum kümmern und einfach tun, was sie sowieso tun wollen. Vor allem, wenn es um ihre Hunde geht, wollen die New Yorker keine Kompromisse eingehen und werden daher kreativ. Das erzählt uns auch diese Hundebesitzerin, die wir vor einer Subway-Station treffen. Sie und ihr Dackel fahren regelmäßig gemeinsam mit der U-Bahn. Hunde sind in der Bahn nicht erlaubt, es sei denn, sie sind in einer Tasche. Deshalb müssen viele improvisieren. Ich packe sie meistens in eine spezielle Umhängetasche und dann sitzt sie hier an meiner Hüfte. Auf 9 Millionen Menschen, die in der Stadt leben, kommen ca. 600.000 Hunde. Das sind so viele wie in ganz Österreich. Für uns geht es aber jetzt ohne Hund weiter. Wir bleiben in Manhattan. Hier gibt es nämlich noch etwas, das uns die Stadt und ihre Bewohner näher bringt. Wir gehen zu einem internationalen Supermarkt, der eine riesige Auswahl an Geschmacksrichtungen hat. Wir finden sicher viele interessante Dinge, die wir uns anschauen können. Und nirgendwo gibt es eine so große Auswahl an Produkten aus unterschiedlichen Kulturen wie hier. Der Grund? Hier leben viele Menschen aus vielen unterschiedlichen Gruppen. Das heißt, wir haben viele unterschiedliche Geschmäcker, Küchen und eine Menge unterschiedlicher kultureller Einflüsse. Spezielle Gewürze und Delikatessen sind manchmal nicht so leicht zu finden. Steven ist selbst New Yorker der ersten Generation. Seine Eltern sind vor gut 30 Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion nach New York ausgewandert. Doch wenn es ums Essen geht, hat Mexiko sein Herz erobert. Für ihn kann es nicht scharf genug sein. Deshalb verschlägt es ihn zuerst in die Abteilung mit scharfen Soßen aus der ganzen Welt. Der Supermarkt ist nicht nach Ländern, sondern nach Produkten sortiert. Es gibt ein Regal nur mit Chili-Pulver aus der ganzen Welt, Salz aus unterschiedlichen Ozeanen, Reissorten aus sämtlichen Ländern oder Marmeladen und Honig. Da finden wir auch einen Honig aus Deutschland für stolze 20 Dollar. Steven ist inzwischen in seinem ganz persönlichen Paradies angekommen, einem Raum voller Tees aus aller Herren Länder. Das ist ein Traum für mich. Ich liebe Tee. Deshalb, wenn ich in einen Raum wie diesen hier laufe, fühle ich mich wie ein Kind in einem Süßigkeitenladen. Während Steven weiter stöbert, treffen wir Managerin Dona.
Sie leitet den Laden seit über 10 Jahren und kennt das Sortiment und die Kundschaft so gut wie niemand anderes. Der internationale Supermarkt mitten in Manhattan ist sogar außerhalb der Stadt bekannt. Den Laden gibt es seit 80 Jahren. Die meisten Köche und Foodies hier in der Stadt kennen Kalustians. Ich bekomme ständig E-Mails, in denen jemand schreibt, ich bin Koch und habe früher in New York gelebt und würde gerne immer noch eure Produkte kaufen. Deshalb beliefern wir Köche und Restaurants im ganzen Land. Die Geschichte des Supermarkts beginnt 1944 mit Herrn Kalustian, einem türkisch-armenischen Einwanderer und Gründer des Ladens. Anfangs gab es vor allem Produkte aus dem Nahen Osten hier zu kaufen. Doch mit der Zeit wächst und wächst und wächst das Sortiment und wird immer internationaler. Genau wie die Stadt selbst. Dona liebt die riesige Auswahl an Produkten und weiß, das gibt es so nur in New York. Ich glaube, Kalustians ist etwas ganz Besonderes. Und ich sage immer wieder, der Melting Pot beginnt im Kalustians. Die Stadt selbst ist sogar noch vielfältiger als das riesige Produktsortiment im Laden. Menschen aus über 200 Ländern leben in der Stadt. Das macht New York zu einer der vielfältigsten Städte der Welt. Auch Steven ist inzwischen fündig geworden. Neben einem japanischen Tee hat es ihm eine deutsche Schokolade angetan. Die letzte Sache, die Steven uns zeigen möchte, gehört zur Stadt wie die gelben Taxis und hat einen etwas gewöhnungsbedürftigen Namen. Dirty Water Hot Dogs. Also Dreckwasser-Hotdogs. Bitte was? Wir nennen sie Dreckwasser-Hotdogs, weil die Würstchen in einem Wasserbad warm gehalten werden. Daher kommt der Spitzname. Vielleicht nicht besonders ansprechend, aber ein bisschen zutreffend. Im Wasser, in dem die Hotdogs aufgewärmt werden, sind oft noch Gewürze wie Knoblauch oder Paprikapulver. Das gibt ihm die etwas unappetitliche Farbe, sorgt aber für mehr Geschmack. Übrigens, die Hotdogs kamen durch einen deutschen Einwanderer nach New York. Karl Feldmann kam bereits 1867 auf die Idee, warme Frankfurter Würstchen in ein Brötchen zu verpacken und sie zu verkaufen. Ein Witz hier in der Stadt besagt, dass man nicht mehr als einen Hotdog im Jahr essen sollte. Wahrscheinlich, weil es nicht das gesündeste Essen für dich ist. Aber daran halten sich die New Yorker nicht. Eine Statistik des amerikanischen Hotdog-Verbands zeigt, sie essen im Durchschnitt 23 Hotdogs pro Jahr. Na dann, guten Appetit. Die Deutschen sind eine echte Campingnation. Mehr als 2000 Urlauber zieht es über Pfingsten auf den Campingpark Kühlungsborn. Der ausgebuchte Platz bedeutet vor allem jede Menge Arbeit. Martin checkt für uns, was diesen Platz so besonders macht. Ich hätte nie gedacht, dass der beliebteste Campingplatz Europas hier an der Ostsee in Kühlungsborn ist. Da fahre ich jetzt hin und finde raus, was es eigentlich heißt. Beliebtester Campingplatz, da muss ja irgendwas Besonderes dabei sein. Irgendwas über das Normale hinaus. Mal gucken. Platzbetreiber Gunnar Lange nimmt Martin persönlich in Empfang. Hallo, wir sind das Galileo-Kamerateam. Ich kenne ihn irgendwie. Ja, ich kenne sie auch ab jetzt gleich. Muss ja Martin sein, ne? Ja, hi. Okay, vom Chef eine Einweisung, wo ich parken soll. Zum vierten Mal in Folge wurde der Platz zum beliebtesten Campingplatz Europas gewählt. Aber was macht hier den Unterschied? Das erreichen wir nur, weil wir ein richtig geiles Team hier hinter uns haben am Ende. Und für uns ist das so eine ganz besondere Auszeichnung, weil es eine reine Gästebewertung ist. Und darauf bist du natürlich besonders stolz dann, ne? Und was macht das mit dir und deinem Team? Habt ihr das gefeiert? Seid ihr da natürlich stolz drauf? Natürlich haben wir das gefeiert, weil der Gast, der macht ja hier Urlaub schön bei uns. Ja. Und da ist es einfach so, dass er das ja auch am besten bewerten kann, denke ich mal. Von über 23.000 Campingplätzen schneidet die Anlage am besten ab. Bewertet wurden verschiedene Kategorien, die Martin sich in den nächsten 2 Tagen genauer anschauen wird. Los geht es mit einer Tour im E-Kart. Jetzt sag mal ganz kurz, wie groß ist denn der Campingplatz? 12 Hektar. 12 Hektar, das sind wie viele Fußballfelder? 17 Fußballfelder, darauf 700 Stellplätze für Urlauber und Platz für 100 Dauercamper. Für das Pfingstwochenende werden 2000 Besucher erwartet. Damit für den großen Ansturm alles perfekt ist, gibt es noch einiges zu tun. Was ist denn meine Aufgabe heute?
Ja, ich habe mir gedacht, du, vorne sollte mal alles neu angepflanzt werden. Das könnte deine erste Aufgabe für heute sein. Das Gärtnern ist ja ein wichtiger Teil hier bei euch, weil das ist ja alles ziemlich schick und akkurat. Ja, ne? Du siehst ja, das sind die ganzen Hecken. Wir haben hier auf dem Campingplatz ca. 12 Kilometer Hecke haben wir, wo die kleinen Plätze alle mit eingefasst sind, so, damit jeder so ein bisschen seinen Privatbereich hat, ne? Strategie Nummer 1, der erste Eindruck muss stimmen. Deshalb werden zunächst die Pflanzen an der Rezeption erneuert. Tja, Jungs. Was machen wir? Heute kriegt ihr mal ein bisschen Verstärkung. Das schmeißt du dir einfach rüber. Okay, sehr viel Spaß hier. Bis dann. Ne? Das sechsköpfige Gartenteam sorgt hier für Ordnung und Sauberkeit. Sie pflanzen, mähen Rasen, entfernen Unkraut und halten Hecken sowie Wege sauber. Für die Urlauber scheint das wichtig zu sein. Sagen dann manchmal auch die Gäste was zu eurer Bepflanzung? Und ja, wir kriegen auch viel Anerkennung, dass das sauber ist, dass die Plätze sauber sind, dass die Hecken regelmäßig geschnitten sind. Das kennen sie von vielen Plätzen gar nicht. Das ist den Deutschen, glaube ich, wichtig, dass ihre Hecke gerade geschnitten ist wahrscheinlich, ne? Ist nicht nur so ein Vorurteil, ne? Nein, das ist kein Vorurteil. Stimmt, ne? Das muss schon schön aussehen. Apropos schön aussehen. Ums Heckeschneiden kommt Martin nicht herum. V-Schnitt. Was ist ein V-Schnitt jetzt, sag mal? Wir hätten eigentlich das vorher von dir demonstrieren lassen sollen, aber du bist ja schon völlig eingepackt mit dem Ding. Aber doch schon ein bisschen reiner als Material, ne? Das wollte ich ja schon immer mal machen. Aber nicht zu schnell werden, ne? Stören wir sie gerade sehr? Ne? Wird gleich schön ordentlich hier bei Ihnen. Ja, bleibt ja? Bei uns. Sehr schön. Also bei einer Hecke okay, aber bei 12 Kilometer Hecke, das geht jetzt schon in die Arme. Oh. Wie viele Hecken machst du am Tag, wenn ihr das jetzt macht? 400 Meter, das kommt wohl zusammen. 400 Meter Hecke? Ich habe jetzt 5 Meter Hecke. 5 Meter Hecke reicht mir auch. Hier würde ich noch mal lang. Ja, das ist ein bisschen schief, ne? Hat er recht. Das Gartenteam kümmert sich um die letzten Verschönerungen. Am Eingang steht der Platzdienst schon in den Startlöchern für den großen Pfingstansturm. Martin. Grüß dich, Danny. Na, was müssen wir jetzt machen? Also, wir bringen jetzt die Gäste zum Platz. Warum dieser Extra-Service? Da können wir doch selber hinfahren. Nee, stell dir vor, zwei fahren so lang, dann kommt der andere dann entgegen, weil der nicht weiß, wo der Platz ist. Und dann haben wir ein Kuddelmuddel. Willst du auch selber fahren? Ich will die ganze Zeit schon fahren mit den Dingern. Darf ich? Natürlich. Okay. Oh mein Gott, ich hab Angst. Oh, der hat richtig Dampf. Ja, der hat richtig Dampf. Der geht richtig was. Die erste Runde musst mir helfen. Okay, ich helfe dir. Das ist der Plan? Das ist der Plan. Das ist ja wie so ein Bingo-Zettel. Komm, wir fragen den, wo er hin muss. Hi. Moin. Wo müssen Sie denn hin? Homo 5. Ne? Komm, den ersten musst du machen, sonst warten die jetzt so lange. Okay, alles klar. Und jetzt merkst du auch, dass wir uns beeilen müssen, denn da, guck mal, ist aus dem Nichts eine ganze Schlange. Grob diese Richtung. Homo 5, grob diese Richtung. Si, senor. Gut. Auf geht's. Eine Animation. Nicht so schnell, sonst fährst du die Kinder um. Achso. Vor allem guck ich gleich nach vorne. Da ist der Platz 5. Oben Trinkwasser, unten Grauwasser, hinten Strom, führt man uns durch. Und richtiges Kabelfernsehen habt ihr auch da drin. Sauber. Genau. Vorwärts rein Morgensonne, rückwärts rein Abendsonne. Der Strand ist da hinten. Genau. Grob diese Richtung ist die Pfütze, nennt sie Ostsee. Die Ostsee ist das beliebteste Reiseziel der Deutschen. Heimvorteil für den Campingplatz. Mit 5 direkten Strandzugängen und dem Zentrum von Kühlungsborn in direkter Nähe punktet er bei den Touristen. 250 Anreisen stehen heute auf dem Zettel. Ich liebe das, wenn jetzt so Anreise ist. Also ein bisschen Stress. Ich mag halt auch wirklich das Arbeiten am Gast. Also wirklich, ja, du hast. Das merke ich dir übrigens an. So viele verschiedene Leute, ja, die auch manchmal wirklich zu Freunden werden. Das ist schon echt cool. Und wenn die schon mal hier waren, kommen die meist immer wieder. Auch Familie Wollmann aus Brandenburg kommt bereits seit 5 Jahren hierher. Wenn man das mit einem anderen Campingplatz vergleicht, ist das doll anders? Oder was? Also du merkst schon den Unterschied, dass hier noch auf die Gäste Rücksicht und was ihr macht, geboten wird. Die Anlagen sind super, gleich das Wasser hier, also ja, wirklich Animation ist hier. Also unser Kind blüht hier richtig auf, also die ist immer happy, wenn sie hier ist. Dann viel Spaß, schöne Pfingsten. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt da reinkommt, das müsst ihr wissen, aber das könnt ihr besser. Je nach Kategorie sind die Parzellen zwischen 80 und 150 Quadratmeter groß. Langsam füllt sich der Platz und die Anreisespur wird leerer.
Vom Praktikanten wird Martin jetzt zum Campinggast. Von seinen Nachbarn will er erfahren, warum sie immer wieder hierher kommen. Frank und Andrea sind seit 14 Jahren Stammgäste. Im Laufe der Jahre hat sich die Anlage vom einfachen Stellplatz zum 5-Sterne-Camping entwickelt. Aber ist das dann luxuriöser geworden in den letzten Jahren? Was hat sich da verändert? Ist besser geworden. Der Service ist besser geworden. Aber was natürlich schlechter geworden ist, jetzt kommen jetzt alle her. Ne? Wer freie Platzwahl haben möchte, muss bis zu 2 Jahre im Voraus buchen. Immer wieder zieht es neue Familien her. Wir waren letztes Jahr schon mal hier. Ja. Und für die Kinder ist es nett, abwechslungsreich. Die haben hier Spaß und toben hier ganz gut rum. Ne? Jedes Jahr wird der Campingplatz erweitert. Auf dem neu gebauten Spielplatz ist voller Betrieb. Es gibt einen eigenen Wellness- und Spa-Bereich, ein Fitnessstudio und 2 Restaurants. Es scheint aber eine ganz andere Sache zu sein, die den Gästen wirklich am Herzen liegt. Sanitären Anlagen, top. Schon alleine die Waschhäuser. Viele abwechslungsreiche Bäder. Sanitärhäuser sind hervorragend. Alle sagen immer Sanitärhäuser. Warum? Was ist da? Ist wichtig. Ist ganz wichtig. Weil die Toilette ist kein Tatort. Er ist mitverantwortlich für den guten Ruf der Waschhäuser. Mitarbeiter Carol. Carol, hi. Was machen wir jetzt noch so spät? Du, wir fahren jetzt mal so eine Nachtschichtrunde einmal ab. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich hier in diese sagenumwogenen Waschhäuser reinkomme. 3 bis 4 Mal pro Nacht wird jedes der 4 Waschhäuser kontrolliert. Ja, dann duschen wir hier immer noch mal so rein. Guck mal, wie sauber das hier ist. Doch der Luxus hat seinen Preis. Eine Übernachtung für 2 Personen ist hier doppelt so teuer wie der deutsche Durchschnitt. Die fahren hier alle schon dicke Camper und große Wohnmobile. Die haben alle ein bisschen Geld auch. Ja, tatsächlich. Ich glaube, das ein oder andere Budget haben sie. Wir nennen es auch manchmal Glamping. Ab 22 Uhr gilt Nachtruhe. Carol und Martin gehen auf Streife. Gibt es hier etwa Krawall nachts oder wie? Ihr müsst aufpassen. Ja, ab und zu wird es mal ein bisschen laut. In der Regel ist das nicht viel. Heute Nacht bleibt es aber ruhig. Ich bin ja schon den ganzen Tag hier. Und ich war noch nicht einmal am Strand. Was ist hier eigentlich los? Tja. Carols Schicht geht noch bis 4 Uhr am nächsten Morgen. Für Martin ist jetzt aber erstmal Feierabend. Am nächsten Morgen wird er von Animateur, ebenfalls Martin, überrascht. Wir haben heute Yoga heute Morgen. Ja. Und ich würde dich gerne einladen, wenn du Lust hast. Bin ich dabei, na klar. Dann würden wir einmal einpacken und dann los. Ja, komm, hilfst mir kurz. Für den Animateur ist es das 6. Jahr auf dem Campingplatz. Er kümmert sich um Sportangebote, Kinderanimation und das Abendprogramm. Für den Hamburger genau das Richtige. Und wir sind dafür da, um positive Energie zu geben. Und das mache ich gerne. Ne? Wir haben alle ein Lächeln und ich liebe es auch, in der Show auf einer Bühne zu stehen und dann da den Kasper zu machen. Das ist auch cool. Ein Team aus 60 Angestellten kümmert sich um die Besucher. Für die Bewertungen der Gäste sind die besonders wichtig. Beim Mittagessen zieht Martin ein Fazit. Dass die Mitarbeiter zu uns nett sind, ist ja klar, ne? Aber jeden von den Gästen, die ich hier frage, die sagen mir das auch, dass der Service hier so gut ist, dass die alle so nett sind. Und ich muss sagen, das kann ich nur bestätigen. Und irgendwie überträgt sich diese gute Stimmung hier auf mich. 2 Tage auf dem beliebtesten Campingplatz Europas. Unser Fazit, es ist kein einzigartiges Angebot, das diesen Platz so beliebt macht. Was die Menschen hierher zieht, sind die Lage, die Ordnung und das Team. Reken im Münsterland. Hier befinden sich die Felder von Iglo. 100 Bauern aus der Region bauen nur für den Tiefkühlmarktführer an. Das hier ist nur eines der Felder. Es gibt noch mehr. Auf einer Fläche von insgesamt 5000 Fußballfeldern wächst Rotkohl. Er hat auf diesem Feld das Sagen, der sogenannte Anbauberater. Andreas ist die Brücke zwischen dem Hersteller und den Bauern. Der Rotkohl hier auf dem Feld, der riecht einfach total frisch nach diesen ätherischen Senfölen. Sein Job, er sucht die Rotkohlsorte aus und pflanzt sie erst im Gewächshaus an. Dann berät Andreas die Bauern bei Anbau, Düngen sowie Ernte und kontrolliert die Felder, damit der Masse-Rotkohl immer gleich schmeckt. Jeder Kopf soll ein Gewicht von 3 bis 4 Kilogramm haben. Dementsprechend werden wir von diesem Feld 150 Tonnen bis 160 Tonnen ernten. Und das macht nachher ca. 300.000 Verpackungen mit Apfelrotkohl aus. Die Erntezeit vom Rotkohl von September bis Dezember. Aber der Massehersteller hat sogar ein noch kleineres Zeitfenster.
Wir müssen das Werk täglich mit frischer Rohware versorgen. Das Problem ist, dass die Maschinen in den Matsch versinken und dass wir dann so ein Feld nicht abernten können. Per Hand ernten müssen Andreas und sein Team nicht. Das übernimmt die extra angefertigte Super-Erntemaschine. Die zieht die Kohlköpfe aus dem Boden, entfernt die äußeren Blätter und schiebt die Köpfe in einen Container. Wir ernten jetzt 4 bis 5 Wochen Rotkohl. Davor und danach machen wir andere Herbstgemüse wie Wirsing, Porree oder Grünkohl. Denn das Unternehmen erntet und produziert den gesamten Rotkohl für das ganze Jahr in nur 5 Wochen. Deswegen müssen sie das Feld heute abernten. Der Matsch macht aber einen Strich durch die Rechnung und sorgt für eine Verzögerung. Jetzt müssen wir auf den Landwirt warten, dass er einen Abschleppseil bringt und hoffen wir, dass wir gleich an einer anderen Stelle des Feldes weiterfahren können. Schließlich hat das Team noch 2 Hektar mit Rotkohl vor sich. Wir sind im Taunus bei Junger Mann Gourmet von Lars und Nadine. Seit 2012 betreibt das Ehepaar die Manufaktur. Ihr Verkaufsschlager im Winter, handgemachter Rotkohl im Glas. Sie gehören zu den wenigen, die Rotkohl noch im kleinen Stil herstellen. Für uns ist Rotkohl ein Herzensprodukt, weil es so ein bisschen dieser Inbegriff von Weihnachten ist. Das ist so heile Welt im Glas. Vorne ist das Geschäft, dahinter befindet sich eine moderne Küche, wo das Paar Produkte täglich frisch herstellt. Essen soll Spaß machen in jeder Hinsicht. Vom Erzeuger über den, der das Produkt kocht, aber auch den, die alle Produkte nachher essen. Deswegen kommen bei Lars und Nadine auch nur Zutaten aus der Region in die Küche. Beim Rotkohl arbeiten sie mit 3 Bauern aus der Gegend zusammen. Ein bisschen kleiner als beim Massenproduzenten. Aber dafür liefert Nachwuchsbauer Marlon den Rotkohl frisch ins Geschäft. Ich führe den Betrieb zusammen mit meinem Vater in 4. Generation. Wir ernten den Rotkohl mit der Hand. Also ganz normal wird er hier am Strunk abgeschnitten und wird dann eingelagert. Nicht nur die Ernte funktioniert hier anders als in der Großindustrie. Auch der Rotkohl, den Lars bekommt, sieht etwas anders aus. Die Außenblätter des Kohls bleiben dran. Für mich ist ganz wichtig, dass die Blätter dran sind. Das schützt den Rotkohl. Der Geschmack ist gleichbleibend und das ist für mich natürlich elementar, weil das Produkt im Oktober wie im Februar für den Kunden immer gleich schmeckt. Denn die Außenblätter sorgen dafür, dass der Kohl über mehrere Monate frisch und innen saftig bleibt. So kann Lars den ganzen Winter Rotkohl herstellen, auch wenn die Erntezeit vorbei ist. Zurück beim Massenproduzenten. Andreas und sein Team sind auf den Matsch vorbereitet und schaffen es, den Traktor wieder rauszuziehen. Anbauberater Andreas sorgt dafür, dass der Rotkohl immer gleich schmeckt. Dabei kommt es darauf an. Also einfach nur durch unsere sandigen, humosen Böden hier im Münsterland, durch die gleichen Sorten, die wir ins Feld setzen und nachher die Koordination der Ernte. Die ausgewählte Rotkohlsorte und die gleichen Böden in der Region erklären also, warum der Tiefkühlrotkohl immer gleich schmeckt, obwohl er von verschiedenen Bauern kommt. Jetzt geht's für unseren Rotkohl ins Werk. Ein LKW bringt die Kohlköpfe vom Feld dorthin. Jeden Tag kommen hier in der Erntezeit ca. 15.000 Kohlköpfe an für die Weiterverarbeitung, die in 3 Schichten rund um die Uhr läuft. Und das fast komplett vollautomatisch. Vom einfachen Kohlkopf bis zum gefrorenen Festessen dauert es im Werk nur 90 Minuten. Dafür sorgt sie, Produktionsleiterin Christina. Gerade Rotkohl wird viel in der vorweihnachtlichen Zeit genossen. Da sitzt man mit der Familie zusammen. Also Rotkohl ist nicht nur ein Essen, sondern bringt einen zusammen. Wenn der Kohlkopf im Werk ankommt, entfernen Mitarbeitende als erstes den Strunk. Dafür setzen sie den Kohl auf einen Bohrer, der den Strunk vollautomatisch innerhalb von Sekunden herausbohrt. Ganz ohne Menschen geht es aber auch in der Großfabrik nicht. Denn 5 Augenpaare sehen mehr als eine Erntemaschine. Die Arbeiter achten darauf, dass der Kohl keine dreckigen oder fauligen Stellen hat und die Außenblätter nach der Ernte nicht mehr dran sind.
Da Christina immer wieder kontrolliert, bekommt sie auch mal ein kleineres Farbproblem. Die sind jetzt so lila, wie man sieht. Die Frische des Rotkohls färbt sofort auf die Hände ab. Kleiner Funfact, früher wurde der Rotkohl auch verwendet, um Ostereier zu färben, wegen der violetten Farbe. Auf die Qualitätskontrolle folgt das Waschen in der sogenannten Waschstraße und das Schneiden in feine Streifen. So kann der Massenhersteller den Rotkohl später schneller kochen und hat keine lange Garzeit. Wir kommen hier an einer Stelle, wo ich richtig hier den intensiven Geruch eines Rotkohls kriege. Dieses leicht sämpfige, das riecht man einfach gerne, das rieche ich sehr gerne, weil man merkt einfach, das ist frisch. Von der Schneidestation aus entfaltet der Kohl seinen speziellen Geruch in der ganzen Fabrik. Zurück im Taunus, wo Nadine und Lars ihren Rotkohl komplett in Handarbeit herstellen. Lars ist gelernter Koch, stellt seit Jahren Rotkohl her und liebt das Produkt. Woran erkennt man eigentlich einen guten Kohlkopf beim Einkaufen? Wenn die Schnittfläche schon so ein bisschen bräunlich ist, wenn sie hölzern ist, dann sieht man, der liegt einfach schon länger da im Regal. Man kann da auch mal so ein bisschen mit dem Fingernagel reingehen, das sollte knacken, da sollte so ein bisschen Wasser rauskommen, wenn man da drauf drückt. Und dann ist der richtig toll von der Qualität und gut in Ordnung. Im Gegensatz zur Industrie produzieren Lars und Nadine den ganzen Winter über Rotkohl. Wir produzieren jetzt heute ca. 40 Gläser mit der Einladung, die wir machen. Die 40 Gläser reichen jetzt ungefähr 3-4 Tage, manchmal auch eine Woche. Zu Weihnachten geht es viel, viel schneller. Und dann produzieren wir einfach wieder frisch und neu. Ein weiterer Unterschied zur Industrie: Lars schneidet seinen Rotkohl nicht in die klassischen Streifen, sondern in viereckige Stücke. Als Gastronom ist das ein ganz wichtiger Faktor, dass die Leute sehen, das ist kein Industrieprodukt, sondern das ist wirklich von uns selber produziert. Zum anderen finde ich einfach, bei so einem großen Stück Rotkohl hat man auch ein bisschen mehr Geschmack. Jetzt geht es für den Rotkohl zum Kochen. Wir versuchen uns dem Geheimrezept zu nähern und gucken neugierig in den Topf. Lars' erste Geheimzutat kommt zum Einsatz. Ich nehme gern Ahornsirup, weil es für mich so einen ganz tollen karamelligen Geschmack hat. Und für mich ist so dieses karamellig, leicht gebrannte Mandel, das hat einfach so diesen Inbegriff von Weihnachten und auch von dieser Wohlfühlatmosphäre. Lars gibt zum Ahornsirup Essig und Salz dazu. Anschließend kocht das Ganze für insgesamt eine Stunde. Man sieht es hier schon schön, in der Flüssigkeit ist Essig drin gewesen. Und da, wo der Kohl jetzt Kontakt mit dem Essig bekommen hat, verändert er sich in der Farbe und wird jetzt richtig schön leuchtend rot. Essig intensiviert die rote Farbe des Kohls. Wir reden die ganze Zeit von Rotkohl. In Deutschland ist er aber auch bekannt als Blaukraut bleibt Blaukraut. Und Rotkohl bleibt Rotkohl. Rotkohl, Rotkraut oder Blaukraut, was ist richtig? Prinzipiell alle drei. Es kommt darauf an, wo man isst. In Norddeutschland sagt man Kohl und im Süden eher Kraut. Bleibt noch die Frage nach der Farbe. Die kommt von den unterschiedlichen Böden. Denn der pH-Wert im Boden beeinflusst die Farbe des Kohls. Wird der Kohl in sauren Böden angebaut, ist er rot. In basischen wirkt er dagegen bläulich. Im Münsterland gibt Christina das Go und schon purzeln die Rotkohlstreifen in die Kochkessel. Hier kochen sie für 2 bis 3 Minuten auf 95 Grad. Dann sind die dünnen Streifen gar. In unseren Rotkohl kommen neben Rapsöl, Rotweinessig, Gewürze rein wie Nelken und eine Zwiebelmischung und Rest ist natürlich ein Betriebsgeheimnis. So sieht ein Teil des Betriebsgeheimnisses aus. Klassisch zu Weihnachten gehört aber noch die Süße in den Rotkohl. Die gibt der Apfel. Und dann gibt es noch eine überraschende Zutat. Unsere Geheimzutat, das ist unser Apfelmus. Das Apfelmus kochen wir am Standort selber, dass wir eine säuerliche, süße Note noch mal bekommen, die den herzhaften Geschmack für den Rotkohl produziert. Im Endprodukt sind die Apfelstücke dann lila und fallen nicht mehr auf. Der Rotkohl ist fertig gekocht. Damit er für die Verbraucher länger haltbar ist,
unternimmt er eine Reise durch die Schockfrostkammer. Im Schockfroster entsteht jetzt die typisch quadratische Form. Diese Maschine friert den Rotkohl zu einem langen Strang ein und zersägt ihn dann. Raus kommen kleine Rotkohlwürfel. Warum eigentlich Würfel? Weil das somit gut portionierbar ist. Das heißt, jeder Verbraucher kann so viel aus der Verpackung nehmen, wie er gerne möchte. Seit 2000 gibt es dieses Verfahren beim Tiefkühlmarktführer. Und er verwendet es auch bei anderen Gemüsesorten, zum Beispiel Spinat. Zurück im Taunus hat Lars Rotkohl eine Stunde gekocht und die viereckigen Stücke sind durch. Zeit für die nächste Zutat, die wir so nicht erwartet haben. Eine unserer Geheimzutaten beim Rotkohl sind Kirschen, die den Rotkohl immer ein bisschen noch fruchtiger und noch aromatischer machen. Da kaufen wir in der Hochsaison ewig viele Kirschen, entkernen die und frieren die ein, damit wir sie für uns einfach konservieren können. Die Kirschen gibt Lars in den Rotkohl. Den Saft hebt er für später auf. Dann kommt eine selbst hergestellte Gewürzpaste dazu. Neben Weihnachtsklassikern wie Zimt oder Vanille kommen auch Gewürze wie roter oder Langkornpfeffer in die Mischung, sowie der Kirschsaft. Lars röstet und friert die Gewürze ein. Dann häckselt er sie mit einer Maschine zu einer feinen Paste. Die Gewürze verleihen jetzt das besondere Aroma, das, was den Rotkohl neben den Kirschen und dem Ahornsirup natürlich auch einzigartig macht. Damit der Rotkohl eine cremige Textur hat, bindet Lars ihn mit Stärke ab. Auch zu Hause kann ich mit Stärke den Kohl tierisch gut noch mal ein bisschen abbinden. Gerade wenn er so ein bisschen wässrig ist, statt den jetzt stundenlang zu kochen. Man kann Rotkohl super verfeinern. Mit Rotwein, mit Portwein. Ein Schluck Balsamico ist immer lecker im Rotkohl. Getrocknete Früchte wie Feigen, Datteln kann man gut mit reinmachen. Jetzt können Sie, liebe Zuschauer, beim Weihnachtsessen mit Ihrem Rotkohl punkten. Lars und Nadine frieren ihren Rotkohl nicht ein. Sie füllen ihn ins Glas und pasteurisieren ihn. Das tötet mögliche Keime und Bakterien ab, ohne am Geschmack etwas zu verändern. Neben der Verpackung ist der Hauptunterschied das Obst im Rotkohl. Apfel bei der Masse und Kirsche bei der Klasse. Aber wie schmecken die zwei Varianten? Unsere Redakteurin Lara greift zum Löffel. Wow, okay. Oh, der ist eher sehr lecker. Ich schmecke auch direkt den Apfel raus. Also so eine leichte säuerliche Note, aber trotzdem fruchtig. Darf ich nochmal? Wow, das zergeht wie Butter auf der Zunge. Schmeckt so ein bisschen auch nach Lebkuchen, würde ich sagen. Die Qualität, die der Rotkohl mit seinen Zutaten hat und die Liebe, die Lars und Nadine reinstecken, haben ihren stolzen Preis. Knapp 9 Euro kostet ein Glas. Schon schön, so was Eigenes in der Hand zu haben, ne? Auf jeden Fall. Wenn man weiß, das hat man selbst gemacht und da haben jetzt ganz viele Menschen Freude mit, die können das mitnehmen. Und irgendwie sind wir dann immer ein Stück mit dabei. Der Tiefkühlrotkohl wird jetzt verpackt. Die gefrorenen Würfel kommen über diesen Turm, der die Portionen in die Verpackung füllt und zur Kontrolle wiegt. Der Massenhersteller produziert bis zu 345.000 Packungen pro Tag. Ob Rotkohl aus dem Glas oder in gefrorenen Würfeln. Mit beiden Varianten zaubern Sie ein leckeres Weihnachtsessen. Und jetzt schauen Sie mal bitte, das hier haben wir in China entdeckt. Aber was sind das wohl für riesige Quadrate? Ich kann Ihnen versprechen, dahinter steckt eine wirklich faszinierende Geschichte. Luftaufnahmen aus der chinesischen Provinz Anhui zeigen ungewöhnliche Quadrate. Um herauszufinden, was es damit auf sich hat, reisen wir in den Osten Chinas. Genauer gesagt in die Millionenmetropole Huainan. Wir sind hier mit Wing Chu verabredet. Er ist Bootsführer. Nach euch. Danke, dann gehe ich als erstes. Ein nicht gerade vertrauenserweckendes Boot. Von Bootsführer Chu erfahren wir, an dieser Stelle war mal ein Kohlebergwerk.
Der See ist künstlich. Jetzt erkennen wir auch, was da schwimmt. Tausende Solarpaneele treiben auf der Wasseroberfläche. Im Zentrum der Anlage treffen wir Yu Dehai. Hallo. Guten Tag. Der 33-jährige Ingenieur beliefert 25.000 Haushalte mit grünem Strom. Doch so einfach, wie es klingt, ist es nicht. Wir haben hier einige Herausforderungen. Wind und Wellen haben großen Einfluss auf die Stabilität. Denn die Solarzellen sind extrem empfindlich. Eine mittelgroße Welle kann die sensible Technik zerstören. Aus der Luft wird das Ausmaß der gigantischen Anlage deutlich. Es sind mehr als 160.000 Paneele. Jedes einzelne davon ist rund 2 Quadratmeter groß. Damit ist es das größte schwimmende Solarkraftwerk der Welt. Yu Dehai geht heute die komplette Solarfarm ab. Er ist auf der Suche nach Fehlern. Denn schon ein kleines Problem bedeutet im schlimmsten Fall den Ausfall der gesamten Anlage. Die Technik ist erst 2 Monate alt. Gerade am Anfang darf nichts schiefgehen. Die Paneele werden wie Lego-Steine zusammengesteckt und verschraubt. Die Solarfarm kann so immer weiter wachsen. Die neuartige Anlage hat aber noch andere Vorteile. Über der Wasseroberfläche ist die Luft viel sauberer. Dadurch müssen wir nicht so oft reinigen. Das Wichtigste ist aber, dass das Wasser die Solarzellen kühlt. Dadurch arbeiten die Solarpaneele viel effizienter. Heißt, die Paneele arbeiten auch unter der Sommersonne schnell genug. Systeme an Land brauchen mehr Zeit, die Energie der Sonne in Strom umzuwandeln. Und so wird die schwimmende Solaranlage gebaut. Diese Elemente sind die treibende Kraft. Sie sind mit Luft gefüllt und halten den Park über Wasser. In den nächsten Wochen sollen so weitere 40.000 Quadratmeter entstehen. Das ist so groß wie die Fläche eines großen Möbelmarktes. Die Arbeiter sind sehr vorsichtig mit der empfindlichen Technik. Deshalb wird hier auch fast täglich gewischt. Jedes Staubkorn vermindert die Leistung. Wenn wir hier wischen, kann die Sonne viel besser genutzt werden. Das ist keine schwierige Aufgabe. Es ist nur viel zu heiß hier. Mit handelsüblichen Wischmops putzen sie hier Platte für Platte. Viel zu tun bei 160.000 Solarpaneelen auf einer Fläche von 140 Fußballfeldern. Auf der anderen Seite verkabeln Arbeiter den neuesten Abschnitt der schwimmenden Solarfarm. Sobald diese Arbeit abgeschlossen ist, wird hier noch mehr Strom produziert. Ich bin stolz, an der Energiewende unseres Landes teilhaben zu dürfen. Und die Regierung will noch mehr Haushalte mit dem Solarpark versorgen. Die Anlage wächst täglich. Jeden Tag kommen bis zu 100 Module hinzu. Laut Hersteller halten diese bis zu 12 Jahre. Wäre die Technik auch was für die Nordsee? An Orten, wo die Wellen zu heftig sind, kann der schwimmende Solarpark im Moment noch nicht eingesetzt werden. In Binnengewässern oder flachen Seen funktioniert es dagegen gut. Heißt im Klartext, dieses beeindruckende Bild werden wir nicht so schnell an Ost- oder Nordsee sehen. Doch vielleicht in einem der rund 15.000 deutschen Seen. Der Hersteller liefert seine Produkte nämlich auch nach Deutschland. Wie in China könnte diese beeindruckende Technik also auch unsere Energiegewinnung revolutionieren. Ich bin das erste Mal in meinem Leben auf einem Segelschiff, und zwar auf einem Segelkreuzfahrtschiff. Und hier werde ich die nächsten Tage als Matrose arbeiten. Und ich glaube, das wird richtig krass. Die Sea Cloud Spirit ist eines der wenigen handbetriebenen Dreimastschiffe mit 28 Segeln und einer Segelfläche von 4.100 Quadratmetern.
Das ist gut halb so groß wie ein Fußballfeld. Auf 138 Metern Länge und 17 Metern Breite bietet das Luxus-Kreuzfahrtschiff den bis zu 136 Passagieren Restaurant, Bar, Lounge, Wellness- und Spa-Bereich mit Fitnessareal. Entschleunigung in Luxuskabinen ist hier garantiert. Doch unser Reporter Mario Apfelbaum ist zum Arbeiten hier. Kapitänin Stojanovic und Chief Officer Onofrey erwarten ihn auf der Brücke, der Kommandozentrale des Großseglers. Wir haben mehrere Aufgaben für dich und legen gleich los. Es ist sehr sauber. Ihr putzt einmal die Woche? Jeden Tag. Jeden Tag? Du gehörst zur Crew, die das jeden Tag machen muss. Freut mich, hier zu sein. Für die nächsten 4 Tage ist Mario Mädchen für alles an Bord und hilft der Crew bei der Kreuzfahrt von Valencia nach Tarragona, Palamos über Cassis bis nach Nizza, alle anfallenden Arbeiten zu verrichten. Matrosenkollege Wilmont benötigt als erster seine Hilfe. Heute ist Putztag? Ja, wir putzen jeden Tag. Wie kann ich helfen? Beim Putzen der großen Winch, deren Glanz unterm Auf- und Abrollen der Taue leidet. Das ist schmutzig. Es muss mehr glänzen. Inzwischen ist das Segelkreuzfahrtschiff auf voller Fahrt nach Tarragona. Jetzt geht's hier ab, ey. Die Wellen da draußen schlagen hier gegen das Boot. Der Mast, der knarrt. Jetzt sind wir richtig so voll im Wellengang und jetzt sind wir richtig in hoher See. Guck mal hier, wie das da hochgeht. Boah, 2 Meter hoch. Und dabei jetzt hier halt die ganze Zeit zu putzen, kopfüber. Weiß ich schon mal, wer heute Abend nichts isst. Bei Wind und Wetter. Die Crew muss rund um die Uhr einsatzbereit sein. 3.000 bis 5.000 Euro zahlt ein Passagier für diese Kreuzfahrt. 120 Passagiere fahren aktuell mit. Sie wollen Ruhe und Abgeschiedenheit genießen und dabei nicht gefilmt werden. Diese Millionäre und Milliardäre, die da Urlaub machen, die erwarten halt den krassesten Service. Und der wird da geboten. Ne? Das heißt, da wird jeden Tag jeder einzelne Zentimeter nochmal poliert. Am besten 2-mal oder 3-mal am Tag. Wie sieht das Leben der Matrosen an Bord aus? Mario darf unter Deck einen Blick in die Kabine des philippinischen Matrosen Wilmore werfen. Wow! Du bist unter Wasser. Fühlst du dich manchmal einsam auf dem Schiff? Manchmal würde ich gerne nach Hause. Ja? Wann warst du das letzte Mal zu Hause? Letztes Jahr. Warum machst du das? Es ist ein besseres Geld für meine Familie. Wenn ich nicht arbeite, gibt es weniger Geld. Aber es ist okay. Wow. Und dann merkt man einfach so diese Aufopferung, dass der seit Jahren auf diesem Schiff arbeitet, um irgendwie zu Hause genügend Geld ranzubringen, damit es seiner Familie gut geht und selber halt einfach super weit weg ist. Tausende von Kilometern irgendwo auf dem Meer. Das fand ich schon ziemlich hart. 4 Monate oder länger leben und arbeiten die Crewmitglieder auf dem Schiff. Die Ursprungs Sea Cloud 1 wird als Luxusjacht für eine amerikanische Milliardärin 1931 in Kiel erbaut, dient in den 30er Jahren als Treffpunkt amerikanischer Stars. Sie ist später als Kriegsschiff im Zweiten Weltkrieg im Einsatz, dann als Yacht des Diktators Rafael Trujillo. Die Sea Cloud ist mehrfach restauriert worden und fährt noch immer als Hotelschiff über die Meere. Am nächsten Morgen vor Tarragona wartet auf Mario eine neue Herausforderung. Doch nicht nur auf ihn, die gesamte Mannschaft ist angetreten. So Mario, das ist deine erste Übung. Sobald du den Alarm hörst. Deine Position ist hier bei mir an der Steuerbordseite. Und dann werden wir sehen, was du dir gemerkt hast. Es ist eine Übung für den Ernstfall. Brände, Mann über Bord, medizinische Notfälle. Jedes Mitglied der Besatzung muss genau wissen, was dann zu tun ist. Auch Mario bekommt klare Anweisungen. Okay, also ich muss jetzt meine Lifejacket holen und dann weiß ich auf jeden Fall sofort Bescheid, sobald der Drill losgeht, wo ich sein muss. Ich muss Steuerbord Lifeboat 1 sein und danach Lifeboat 2. Den Instruktionen zuhören, nicht reden und nicht ins Wasser springen.
Dieser Alarm wird einmal wöchentlich geübt. Alle 85 Crewmitglieder müssen teilnehmen. Schafft es Mario rechtzeitig an seinen vorgesehenen Platz? 1-4, 1-7, 3-1, 2-2, Nathaniel. Fire Team Number 2. Was ist deine Aufgabe? Feuerboot 1. Was musst du tun? Bei Feuer. For fire. Weiß nicht. Leitender Assistent, das ist eine ernste Sache. Wenn das Schiff verlassen werden muss, wohin gehst du? Nummer 4. Ist wo? Rettungsboot 4 auf der anderen Seite. Du bist halt auf dem Schiff. Wenn du da irgendwas falsch machst, dann kann das halt wirklich extreme Folgen haben. Deswegen haben die da schon einen gewissen Ton, der auch berechtigt vermutlich ist. Aber das war schon mal eine Umstellung. Wir haben alles geschafft. Alles ist bereit. Okay, das war's. All crew mustering completed. Okay, guys, all clear, ja? Yeah? Die Arbeit geht weiter. Aber erstmal hat unser Reporter ein paar Fragen an den Kapitän. Wie funktioniert ein Segelschiff? Ich sehe drei Masten und viele Segel. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist die Form der Segel. Die quadratischen Segel werden auch Rahsegel genannt. Die dreieckigen heißen Starksegel. Und vorne am Bug haben wir den Flieger und die Vorsegel. Wie kann dieses Schiff nur mit Segelkraft fahren? Diesen Morgen hatten wir eine Geschwindigkeit von 9 Knoten. Das sind etwa 10 Meilen pro Stunde. Das war schon sehr schnell. Und das nur mit Segeln, ohne Motor. Aber es gibt auch jede Menge Technik an Bord. Ja, wir haben viele Instrumente auf der Kommandobrücke oder im Maschinenraum. Kann ich sehen? Ja, klar. Von der Brücke aus kann nicht nur die 4100 Quadratmeter große Segelfläche gesteuert werden. Dem Kapitän stehen auch zwei dieselelektrische Hybridmotoren zur Verfügung, um das Schiff sicher in den nächsten Hafen zu manövrieren. Also so ein Schiff wie das hier kannst du nicht nur mit Segeln fahren. Also die haben das mal bei einer Überfahrt gemacht, da sind sie irgendwie mal 2 Wochen am Stück wirklich nur gesegelt. Aber im Hafen musst du die Segel runter machen, um irgendwie reinzukommen und rauszukommen. Und auch sonst, um deine Richtung zu halten, brauchst du eben Maschinen. Mit etwas Maschinenkraft fährt die Crew über Nacht nach Palamos. Dort wartet auf Mario die nächste Aufgabe. Er soll mit Küchenchef Florian Schneider und Sous-Chef David Jarosch regionale Köstlichkeiten auf dem spanischen Markt besorgen. So, was steht auf der Einkaufsliste und wie kann ich euch helfen? Ja, also wir haben gewisse Sachen, frische Gemüse und Salat und Fleisch haben auf der Liste stehen. Jetzt werden wir heute ein paar Sachen raussuchen, die wir dann heute Abend an Bord am Spanisch Buffet machen. Für die Buffets kauft die Küchencrew jeweils regionale Spezialitäten frisch auf den Märkten ihrer Zielhäfen. Das Motto der Reederei, nicht nur auf dieser Fahrt, der Genuss bestimmt den Kurs. Die großen Mengen des benötigten Basisessens werden jedoch bereits vor Beginn der Reise aufs Schiff geladen. Ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Essen und die Jungs kennen sich ja wirklich sehr gut aus. Gut, ich muss jetzt schleppen, das ist die kleine Downside, aber ansonsten mit Profis über den Markt gehen und alles mal probieren und sagen, ist nicht so gut, fühlt sich richtig gut an. Auch für die geplante Paella sollen alle Zutaten und insbesondere die Meeresfrüchte frisch vom Markt sein. 2 Stunden später marschiert die Einkaufstruppe zurück auf das Schiff. Und Mario erfährt vom Kapitän, was die Passagiere bereits wissen. Cassis in Frankreich wird nicht wie geplant angesteuert. Es geht nach Korsika. Wirklich? Warum? Weil Windstärke 10 ist, fast 100 Stundenkilometer, und das ist eine gefährliche Position. Außerdem sind die Wellen bis zu 2,5 Meter hoch. Wetter ist halt nicht immer so, die müssen ja 2 Jahre im Voraus die Häfen buchen, damit sie überhaupt wissen, da dürfen wir sie dann anlegen. Oder es gibt mal so Sonderausnahmen, falls irgendwie das Wetter schlecht ist. Aber um eben ihre Reisen zu planen, wissen die ja von vornherein nicht, ob der Wind irgendwie von einer anderen Richtung kommt. Es geht also Richtung Korsika. Aber der spanische Abend bleibt. Und Mario wird dafür dringend in der Küche gebraucht. Fleisch ist im Ofen. Wir haben hier alles vorbereitet. Das wird sich dann gleich nochmal
kurz, knackig in der Küche. Okay, dass wir alles rechtzeitig nach oben bringen. Was kann ich jetzt noch machen? Die Kartoffeln müssen frittiert, gegart, um 7.20 Uhr draußen am Büffel stehen. Okay, ja, ich meine, wenn die um 9 Uhr kommen, ist auch okay, oder? Dann gibt es ein bisschen Druck vom Küchenchef. Okay. Der Naturschutzbund hat die drei Sea Cloud Kreuzfahrtsegler als besonders nachhaltig ausgezeichnet. Doch gilt das auch für die Küche? Man sagt ja häufig, dass in der Küche sehr viel Essen einfach weggeschmissen wird. Wie macht ihr das? Ja, also es gibt natürlich gewisse Sachen, die sind dann Abfall. Aber im großen Garten schauen wir wirklich drauf, dass wir alles verwenden. Also wenn wir jetzt eine spezielle Schnittart machen, bleiben viele Kartoffeln übrig. Ja. Aber die verwenden wir dann für Püree oder Cremen oder für Bindemittel, für Suppen. Ja. Wir schauen wirklich drauf, dass wir nicht zu viel am Buffet haben. Okay. Und alles, was wir hier unten produzieren und in der Wärmebrücke haben und noch nicht am Gast war, können wir in die Crew schicken. Okay. Kriegt dann die Crew zum Essen. Sogar aus den abgelösten Schalen der Gambas für die heutige Paella wird im abgesicherten Ofen noch eine leckere Suppe für die Besatzung gekocht. Okay. Und die ist einfach oben drauf? Genau, die ist in die Mitte oben schon drauf. So? Genau, einfach schön hoch. Hoch, ja. Da ist die Ruhe plötzlich weg, ne? Da, zum Schluss ist die Ruhe weg. Dank der Kursänderung herrscht kein Wellengang. Die Passagiere kommen zum Essen aufs Lido-Deck. Die meisten der Kreuzfahrer wollen nicht gefilmt werden. Paella? Guten Abend. Gerne, sehr, sehr gerne. Ja? Lass dich mal anrichten. Ja, und nicht so viel Fisch, bitte. Nicht so viel Fisch? So, noch ein. Ja, reicht? Oder willst du? Ja, bitte schön. Lass dich schnitten. Ja, guten Appetit. Genau, so machen wir das jetzt bei jedem. Großer Respekt an die Crew, das jetzt mal vorne weg, weil ich merke, das Arbeiten auf einem Schiff ist richtig anstrengend. Und ich habe bis jetzt nur die schönen Sachen erlebt. Ich glaube, die richtig krassen, die kommen noch. Und dafür sollte sich Mario besser noch einmal gut ausruhen. Während der Überfahrt nach Korsika zum Ausweichhafen trifft Mario-Ingenieur Uwe Lang ganz unten im Bauch des Schiffes im Maschinenraum. Von ihm erfährt er, fährt der Kreuzfahrer mit Maschinenkraft eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 13 Kilometern pro Stunde, werden dabei 5 bis 6 Tonnen Schiffsdiesel verbraucht pro Tag. Das ist weniger als bei anderen Schiffsmotoren, aber nicht vollständig nachhaltig. Der Captain hat erklärt, warum. Das Schiff ist ja relativ grün, in Anführungsstrichen. Ja, ist es. Das heißt, wie viel sparst du ein, wenn du segelst? Wenn ich segel und sage, ich will auch nur mit geringer Geschwindigkeit fahren, kann man sagen, wir sparen ungefähr 2 Tonnen, 1,5 Tonnen am Tag ein. Also würden wir ungefähr 2.100 Liter einsparen. Am Tag? Am Tag, ja. 2.100 Liter einsparen bedeutet, damit könnte beispielsweise ein Dieselauto 30.000 Kilometer weit fahren. Aber jetzt soll Mario seinen Beitrag für den nachhaltigen Antrieb leisten, denn er muss beim Segelhissen helfen. Das wird für alle 28 Segel manuell gemacht. Nicht auf Knopfdruck wie bei hypermodernen Großseglern. Und dafür heißt es, hoch auf die Masten und rein in die Takelage. Also ich bin ja jemand, der gerade bei Höhe eher so Nein sagt. Ne? Dann kam ja so die Frage, hast du Höhenangst? Ich so, nee, klar, können wir gerne machen, ich kletter ganz hoch. Hat natürlich mega Schiss. Die Matrosen sichern Mario ab. Auch sie sind gesichert. Sie klettern tagtäglich hoch und runter. Aber es bleibt der Respekt vor der Höhe. Jetzt fängt es an. Knie zittert. Und wenn ich hier runterfalle, ist einfach vorbei. Ja. 57,90 Meter misst der Großmast. Es braucht 6 Matrosen, um alle festgezurrten Segel zu hissen. Diese müssen erst ausgerollt werden, um sie über Taue mit Winschen unten auf dem Deck zu belegen und passend in den Wind zu stellen. Für Mario geht's Schritt für Schritt nach oben bis zur ersten Plattform, 25 Meter über dem Meer. Das geht jetzt hier gerade tatsächlich, erstaunlicherweise. Fühlt sich das relativ sicher an, weil hier erstens super viele Leute gerade sind und man so extrem umgeben ist von ganz vielen Seilen. Aber mir vorzustellen, dass ich da jetzt
auf das äußerste Ende kletter oder noch weiter höher, das sehe ich jetzt gerade nicht so. 5 Minuten später hat Mario wieder Deckboden unter den Füßen. Respekt, er hat es bei seinem ersten Mal bis zur Plattform ohne Probleme geschafft. Keine Angst mehr vor der Höhe? Also ganz ehrlich, da hoch und da alleine da oben dann so ein Segel setzen, ich glaube, das wäre eine Nummer zu krass für mich jetzt gerade. So habe ich mich wohlgefühlt, weil ich da mit den Jungs zusammen war und vorne und hinten immer einer war und das Boot hat sich jetzt auch nicht so viel bewegt. Aber ey, alleine die Vorstellung, dann noch höher gehen zu müssen und das ganz alleine, ich sage jetzt nicht niemals, aber niemals. Das Schiff segelt seinem Reiseziel entgegen. Letzte Etappe, Korsika, Nizza. Doch Marios Einsatz als Matrose ist noch nicht vorbei. Denn ein ungewöhnlicher Brauch auf der Sea Cloud fordert ihn noch einmal ernsthaft heraus. Die gesamte Crew singt mit den Gästen Seemannslieder. Gemacht, aber Segel hissen, Boden schrubben. Boah, ich weiß nicht, ob ich das jeden Tag könnte, aber größter Respekt vor der Crew. Wobei ich sagen muss, das jetzt gerade hier, zusammen zu trinken, mit den Passagieren zu feiern, sie richtig einen reinzustellen. Ich wusste gar nicht, dass man das darf, aber es macht mir richtig Spaß.